Badplanung leicht gemacht. In diesem Video möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie dank des Online-Planers von Polypex und Palme in nur 4 Schritten Ihr ganz persönliches Traumbad erstellen. Im ersten Schritt setzen wir zunächst den Grundriss unseres künftigen Bades fest. Hierzu stehen uns 3 verschiedene Grundformen zur Auswahl. Die entsprechenden Grundmaße können wir entweder manuell eintragen oder an den Eckpunkten in die gewünschte Position ziehen. So können auch ungewöhnliche Raumsituationen in das Konzept integriert werden. Oben links können wir die Gesamtgröße unseres Bades ablesen. Im zweiten Schritt lassen sich Türen, Fenster und gegebenenfalls Mauern und Säulen einfügen. Mit der Maus wählen wir hier die entsprechenden Objekte aus und setzen sie an die gewünschte Stelle im Bild. Löschen lassen sich die Objekte bei Bedarf wieder über das rote X-Symbol. Dank der kleinen Pfeile können wir die ausgewählten Objekte zudem individuell anpassen und so beispielsweise Fenster vergrößern und Türöffnungen ausrichten. Weiter geht's mit der Ausstattung. Im Zentrum stehen hier hochwertige Wannenmodelle von Polypex sowie moderne Duschabtrennungen von Palme. Zahlreiche Produkte in verschiedensten Formen und Ausführungen stehen uns hier zur Auswahl. Über das Informationsfeld oben rechts erhalten wir erste Produktinfos sowie eine Schaltfläche zum entsprechenden Produkt. Sie haben hier die Möglichkeit, sich durch das breite Sortiment zu klicken oder aber Ihre Suche zu personalisieren, indem Sie die gewünschten Produktmaße einstellen. So erhalten Sie direkt die Modelle, die über Ihre Traummaße verfügen. In unserem Fall erscheint hier das Modell Florida. Über das Rotationssymbol lässt sich hier die Wanne nun beliebig drehen und so ganz genau platzieren. Die Übersicht der Duschabtrennung ist gleichermaßen aufgebaut. Durch Anklicken des Palmenlogos erscheint hier zudem noch ein Foto zum ausgewählten Modell. Neben der Duschwannenform können wir hier auch die Duschtrennwand beliebig auswählen und so beispielsweise zwischen Eckdusche, U-Form und Nischendusche auswählen. Auch das Türmodell ist hier individuell einstellbar. Als nächstes gestalten wir das übrige Interieur unseres Wunschbades. Hierzu wählen wir nacheinander einen passenden Waschtisch, ein WC und gegebenenfalls weitere Badmöbel, die wir nun in unseren Grundriss setzen. Die favorisierten Objekte lassen sich auch hier wieder per Mausklick auswählen oder direkt ins Bild ziehen. Über das Rotationssymbol können wir die Produkte anschließend wieder genau platzieren. Im Grundriss wird uns zudem noch angezeigt, wie breit der Zwischenraum zwischen dem gewählten Produkt und der Wand ist. Wenn Ihr Interieur steht, haben Sie im letzten Schritt die Möglichkeit, sich ein unverbindliches Angebot anzufordern. Sie können Ihren Plan aber auch ausdrucken, sichern oder als PDF abspeichern. Probieren Sie es doch ganz einfach mal aus. Wir wünschen Ihnen ganz viel Spaß dabei.